Willkommen zu einer neuen Folge Fußballmanager 20 mit der Karriere bei Dynamo Dresden. Tja, wir haben natürlich glorreich 14:0 gegen Stuttgart verloren und spielen jetzt als nächstes nach der Länderspielpause gegen SV Wien Wiesbaden im 3D-Modus. Na gut, dann wollen wir mal gucken, was da passiert. Erstmal nehmen wir unsere Rotation 2. Zack. Hinder, ihr Inder. Okay, und weiter geht's. Kniescheibenreizung. Ne, Kniescheibenverletzung steht da. So, Walter Bensemann. So ist das eben. Spieleraussprache. Jetzt schon? Hä? Ist mir jetzt die Spieleraussprache? Das verstehe ich nicht. War die nicht im Dezember? Habe ich mich vertan. Na egal, kann passieren. So, mal gucken, was wir haben. Castells hat sein Trainingsziel erreicht. Das hört man immer wieder gerne. Macht der Dribbling auf 75. Das ist gut. Aber weiter geht's. Jugendspieler, die irgendwas hat sein Trainingsziel erreicht. Oh, Francesco hat alle Trainingsziele erreicht. Achso, der ist zentraler Mittelfeldspieler. Das haben wir ihm gelehrt, defensiver Mittelfeldspieler zu werden. Sehr gut. So, müssen wir mal gucken hier. Zweikampf. Zweikämpfe soll er noch lernen. Grätsche und Robustheit. Robustheit. So. 40. Na, soll er mal hier hin machen. Okay, Grätsche geht nach oben. Robustheit geht auch nach oben. Soll er erstmal die Sachen da üben, trainieren. So. Chinis Burinic verletzt ist in der zweiten, glaube ich. Ja. Und hat sein Trainingsziel erreicht, der Broll. Trainingsziel. Abschlag, ja. Dass die immer so schlecht im Abschlag sind, das verstehe ich nicht. Achso. 380 soll er machen. Gut. Okay, so, das sieht gut aus. So, wir haben zwei Trainingspaare im Bau, hatten wir ja schon gesagt, okay. Auf in die Trainingswoche gegen Wiesbaden. Oh. 47.036 Monate, 3 Jahre? Ach komm, nimm mal an. Wir sind ja mal nicht so, wir sind ja heute mal in Geberlaune. Die Transferrunde beginnt. Jetzt wäre wirklich. Neuer persönlicher Sponsorenvertrag. Bueno, besonders langsam. Wieso ist der besonders langsam, ey? Wie jetzt schon so anfangen, können wir gleich verticken, ey. Gibt es direkt in der Winterpause neu Frischfutter. Frischfleisch. So, Bayern hat im Spitzspiel gewonnen. 4:0, ey. Alter Verwalter. So, dann gucken wir mal. 719 zu 709. Sollte eigentlich machbar sein. So, einer Linksverteidiger. Dann kommt der Rechtsverteidiger rein. Können wir gar nichts. So. Okay, weiter geht's. Muskelfaserriss. Der ist jetzt für 2 Wochen außer Gefecht. Kann er zweimal nicht spielen. Einmal spielt er sowieso nicht, aber naja. Integrationsprobleme bei Ivan. Wieso ist Ivan ein schreckliches Integrationsproblem? Also wirklich. Bueno besonders langsam. Na, du hast ja nicht mal Latten am Zaun. Ne? Hauptsponsor kriegen wir 10.000 Euro, wenn wir gewinnen. Na, mal sehen.
Gut. Paris, Athen auf Wiedersehen. So, machen wir jetzt mal Navigation 2. Zack. Geübt, gelernt, wie auch immer. Und let's go. Videotext diesmal nicht. Diesmal kommt der 3D-Modus. Okay, das passt. Wir sind gelb, die sind rot. Sitzpass wackeln in der Luft. So. Lauschen wir der Musik, ich bin dann gleich wieder bei euch da. So, da sind wir schon wieder. Ich bin wen? 4. 4, 2. 4, 4, 2. Flache, defensiv ist das. Mit zwei defensiven Mittelfeldspielern. Mal schauen, was wir gegen, mit unserer Raute dagegen ausrichten können. Dann schauen wir mal. Doppelte Geschwindigkeit an und los geht's. Wir sind gelb und spielen von links nach rechts. Und wen ist rot und spielt von rechts nach links? Nee, 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 nee. Ach, Latte, schade. Gleich ein Lattenkracher in der fünften Minute. Broll hat gehalten. Das war abseits, ja. Eins null durch Tierlingi. Wir müssen das 4-0 von Stuttgart wieder reinholen. Patterson Schatto, gelbe Karte und daneben geschossen. Schade. Daneben geschossen. Ah, gehalten. Nein, 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 Kameraden. Kriegst du locker. Ach, Spieler soll ich in den Verteidiger rein, Junge. Gehalten. So, dann. Abgefangen. Ah, und gelbe Karte. Freistoß. Aber leider nur daneben geschossen. Schade, 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 schade. Auch wieder gehalten. Und 2-0 durch Schoten. Sehr gut. Abseits. Daneben. Ein bisschen zu doll gespielt im Pass. 2-0 zur Halbzeit.
mal, wie es bei Stuttgart steht. Stuttgart führt wieder 2-0 gegen Osnabrück. Okay. Co-Trainer macht die Ansagen auf Auswechslungen. So, und ich mache hier die Vierer-Ansagen. Haben wir überhaupt einen Vierer? Nö, haben wir überhaupt keinen. Dann kann alles der Co-Trainer sagen. Gut, und weiter geht's. Let's go. Schauen wir mal. Gut abgewehrt, Jungs. Weiter. Auch gut abgewehrt. Also das war ein Fehler, hätte ich noch Pony gespielt, aber egal. Aber nichts passiert zum Glück. Außer Spesen nichts gewesen. In dem Fall. Ah, Foul, Freistoß. Leider daneben. Leider daneben. Oh, 2-1. Das gefällt mir überhaupt nicht, Schäffler. Und den Passspiel aufbauen oder aufziehen. Wieder abgefangen, sehr gut. Ach, schade. Wir haben einmal einen Risikopass und direkt versagt. Zu weit. Und 3-1. Sehr gut. Durch. Ivan. Ivan der Schreckliche hat die getroffen. Abseits. Weiter geht's. Wieder abseits. Was ist abseits? Ne. Ah, oh, schade. Berner 4-1. Eine große Chance. So lange zu spielen, bis sie die Lücke gefunden haben, aber zu 3 zu 2, ey, unglaublich. Die kommen einmal vor die Kiste direkt drin, ey. So lächerlich. Ah, schön gespielt. Und 4-2 durch Vitor. C. Vitor. No Chance, aber 4-2 Sieg. Da haben wir wenigstens die Niederlage wieder rausgeputzt. So, weiter. Alles klar. Also warten wir noch, bis das hier kommt. Jetzt kommt's. Let's go. So, 4-2 gegen Wien Wiesbaden gewonnen. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen wieder beim Textmodus-Spiel gegen den Hamburger SV. Das Ganze dann in Hamburg. Bis morgen dann. Ciao, ciao.